Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Franka. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video sprechen wir über Favorites und Fails. Ich habe eine ganze Reihe an richtig coolen neuen Favoritenprodukten entdeckt. Und zwar unter anderem einen neuen Duft, den ich total feiere. Richtig tolle Haarpflege. Also da habe ich auch ein paar ganz tolle Neuheiten, die ich euch noch nie gezeigt habe. Etwas zum gut riechen, etwas für Volumen. Das werde ich euch auch gleich mal vorführen. Dann habe ich super tolle Hautpflege am Start, die die Haut richtig zum Strahlen bringt. Und natürlich auch Make-up. Und noch dazu sind das richtig geile Drogerieprodukte. Leider habe ich auch ein paar Fails dabei, die werde ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also wenn ihr Lust habt zu erfahren, welche Produkte für mich richtig gut funktioniert haben und welche eher nicht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Ihr Lieben, ich verlinke euch natürlich alle Produkte in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall nach, wenn ihr wissen wollt, wo ich die gekauft habe. Und wenn ich einen Rabattcode habe, schreibe ich euch das natürlich auch dazu. Also schaut auf jeden Fall in der Infobox nach. Da bekommt ihr alle Infos zu den Produkten. Und da stehen übrigens auch alle Details zur Verlosung. Denn ich habe mir überlegt, ich verlose euch eine von mir selbst zusammengestellte Beautybox. Denn ich mache hier hauptsächlich Beautybox-Unboxings auf dem Kanal. Die meisten von euch wissen das. Und da sammeln sich natürlich sehr viele Produkte an. Und ich packe zwischendurch immer Verlosungskisten für euch. Ich habe jetzt eine super schöne Box zusammengestellt. Da ist eine Lidschattenpalette dabei, ein Rituals-Duschschaum, ganz viel Pflege, auch einen Duft habe ich dazu gepackt. Also wenn ihr Lust habt, daran teilzunehmen, schaut einfach in die Infobox, da stehen alle Details. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne den Kanal, denn dann wird euch das auch immer angezeigt. So, und ich würde vorschlagen, ich starte direkt mal mit Haarpflege, denn ich habe hier ein paar richtig geniale Kracher dabei, die ihr nicht verpassen dürft. Und zwar das erste Produkt, was ich total feiere, das habe ich durch eine Beautybox kennengelernt, ist das Dry Clean Volume Powder von Frank Body. Also ich bin so sprachlos, dass ich vorher noch nie auf die Idee gekommen bin, mal solche Trockenpuder auszuprobieren. Das ist der absolute Game Changer. Ich werde euch das gleich mal demonstrieren, denn ich habe das noch nicht drin. Ich nutze das jetzt bestimmt schon seit Weihnachten, würde ich sagen. Ist meine absolute Geheimwaffe für plattes Haar. Ich zeige euch einfach mal, wie das Produkt funktioniert. Dann könnt ihr euch selber ein Bild machen. Ihr gebt euch ein bisschen was auf den Ansatz drauf. Ihr seht, das ist ein Puder. Man sieht es auch direkt. Und dann müsst ihr das natürlich ein bisschen einrubbeln. Keine Sorge, das sieht man dann nicht mehr. Und dann teile ich mir die Haare auch ein bisschen ab. Es war vielleicht sogar schon zu viel, ja? Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die Haare sind jetzt auf jeden Fall deutlich voluminöser. Ich muss aber ehrlich gestehen, es funktioniert am zweiten Tag fast noch besser. Man mag es kaum glauben und dadurch konnte ich zum Teil wirklich 3 Tage überbrücken, was bei mir eigentlich sonst nie möglich ist. Ich muss mir eigentlich fast immer die Haare waschen, wenn ich die offen tragen will, weil ich wirklich einen super fettigen Ansatz habe. Und gerade wenn ich die lange Zeit nicht gefärbt habe, dann wird das immer schlimmer und schlimmer. Also wenn da meine Naturhaarfarbe ist, ist es wirklich eine Katastrophe. Die liegen ganz platt an und die Haare werden dann ganz schnell strähnig. Und so habe ich hier so eine Leichtigkeit und Volumen. Also ich bin total begeistert. Das einzige Problem ist, ich habe jetzt gerade geschaut, ihr bekommt es bei ASOS, kostet 15 Euro, ist natürlich nicht ganz günstig. Allerdings kommt man damit sehr lange aus. Mein Füllstand ist hier, ich habe es bestimmt 20, 30 Mal verwendet seit Ende letzten Jahres. Und ja, also da ist noch genügend drin, deswegen werde ich damit lange auskommen, wahrscheinlich noch das ganze Jahr über, nehme ich jetzt mal an. Aber ich werde mich trotzdem mal in der Drogerie umschauen nach einem Produkt, was vielleicht ähnliche Inhaltsstoffe beinhaltet. Hier ist zum Beispiel Reis drin und Tabiokastärke, eine ganz krasse Mischung. Und dadurch hat man echt einen super Stand. Ich kann es euch sehr empfehlen und ich habe schon so viel ausprobiert. Es funktioniert 10-mal besser als Trockenshampoos. Das Gefühl ist allerdings ein bisschen ein anderes. Deswegen nehme ich es auch nicht jedes Mal. Ich nehme es eigentlich nur, wenn ich die Haare offen tragen will. Dafür ist es eine wahnsinnig große Empfehlung und mein absoluter Favorit. Wenn ich keine Alternative dazu finde, wird das definitiv in meinen Jahresfavoriten landen. Dann habe ich noch ein Produkt für die Haare entdeckt. Das ist der absolute Oberkracher, weil es extrem gut riecht. Also das hat nichts mit Pflege zu tun. Und zwar ist die Rede von der Supermilk. Das ist ein Conditioner Spray von Lush. Und das riecht einfach traumhaft. Das riecht wirklich, ja, nach gebrannten Mandeln. Wenn ihr euch das reinsprüht, riecht es ein bisschen auch nach Bergamotte. Also hat so was Spritziges.
Aber das verfliegt recht schnell und dieser süßliche, gourmandige Duft, der bleibt. Und zwar bleibt der, bis ihr euch die Haare wascht. Und ich habe fast so einen Eindruck, dass es auch darüber hinaus noch bleibt. Also ich bilde mir ein, dass ich das sogar noch gerochen habe, als ich mir die Haare wieder neu gewaschen habe und kein weiteres Produkt drin hatte, habe ich gemerkt, es riecht immer noch danach. Also das ist so potent, krasser als jeder Duft. Ihr habt da keine Pflegewirkung, obwohl es ein Conditioner-Spray sein soll. Mit dreifacher Kraft von Mandelmilch, Kokosmilch und Hafermilch soll pflegen und hydrieren. Also davon habe ich ehrlich gesagt nichts gemerkt. Aber der Duft ist himmlisch und es ist halt ein ganz leichter Spray. Guck mal, ihr seht das schon, da ist kaum irgendwie so ein Öl oder irgendwie sowas. Und dieser Geruch, hohoho, der ist einfach so gut. Ich würde mir das jetzt normalerweise nicht in die gemachten Haare reinmachen, sondern schon auf die feuchten Haare, bevor ich sie style oder so kurz bevor ich fertig bin. Und dann bleibt dieser Geruch ewig drin. Also theoretisch könnte man es auch einfach so als Haarparfüm nehmen. Da wird man wahrscheinlich keine fettigen Locken haben. Allerdings hängen die sich bei mir so schnell aus, dass ich es jetzt nicht riskieren will. Ich mache das lieber ins feuchte Haar und dann hält das einfach krass lange. Also das ist eine mega Empfehlung. Ich bin total begeistert. Das Produkt gibt es übrigens in 250 ml und in 100 ml. Ich würde euch auf jeden Fall die 100 ml empfehlen, auch wenn die vom Verhältnis her teurer sind. Aber ihr braucht nicht so viel. Ihr habt ja gesehen, da kommt ein ganz feiner Sprühstoß raus. Und mir reichen so zwei Sprühstöße in jede Haarpartie, also einmal hier links und einmal rechts rein. Dann reicht das und man riecht extrem, ja, die ganze Zeit. Ich habe das bestimmt 5-mal verwendet und das Produkt ist noch fast voll. Und die Produkte von Lush sind ja nicht so lange haltbar. Das ist jetzt hier bis 16.03.2025 haltbar, wurde im Januar produziert. Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, im Februar oder so bestellt. Ich habe das nämlich in einem Video von der Demi Rawling gesehen. Die hat nämlich auch von dem Geruch so geschwärmt und war total begeistert. Ich glaube, das war auch in einem Favoritenvideo von ihr drin. Und ich muss es jetzt tatsächlich in mein Favoritenvideo nehmen, weil das absolut grandios ist. Also, wenn ihr auf süßliche Düfte steht, das ist wirklich wie so eine Zuckerwatte, gebrannte Mandel. Es riecht einfach göttlich. So lang anhalten. Kein Duft hält mir so lange in den Haaren. Das ist einfach unfassbar, wie lange das hält. Und dafür finde ich es richtig cool und kann es euch sehr empfehlen. So ihr Lieben, als nächstes zeige ich euch meine liebsten Hautpflege-Favoriten von Dalton. Denn ich teste die Marke jetzt schon seit über 3 Monaten. Ich habe die auch schon vor 5 Jahren mal ausprobiert. Da hatte ich auch schon diverse Produkte, die mir gut gefallen haben. Aber die haben ihr Sortiment natürlich auch stetig erweitert. Das ist ja eine deutsche Kosmetikmarke, Hautpflegemarke. Die machen das seit knapp 50 Jahren jetzt und haben wirklich hochperformante Wirkstoffkosmetik. Ich zeige euch einfach mal die Produkte, die mich absolut überzeugt haben. Es gab auch ein paar Produkte, die ich tatsächlich nicht vertragen habe. Kann ich euch vielleicht auch gleich mal kurz erzählen. Und ich habe dieses Mal einen 20% Rabattcode. Der heißt Franka20. Damit könnt ihr auf fast alles 20% sparen. Ich werde euch die Details in die Infobox schreiben, wenn es irgendwelche Ausnahmen gibt. Aber auf jeden Fall auf die einzelnen Produkte, die ich euch vorstelle, könnt ihr 20% sparen. Und ich finde, dann haben wir ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das erste Produkt, was ich euch total empfehlen kann und ans Herz legen kann, ist das Vitamin C Serum mit Ferulasäure. Das ist wirklich perfekte Anti-Aging-Pflege. Denn in diesem Serum ist auch noch stimulierendes Plankton drin und die Ferulasäure, das Vitamin C, sorgt einfach dafür, dass die Kollagensynthese in der Haut angeregt wird. Und das ist ja das, was so ultra wichtig ist, gerade im steigenden Alter, sage ich mal. Und es sorgt auch dafür, dass ihr Pigmentflecken so nach und nach aufhellen könnt. Ich habe jetzt noch nicht so viele Probleme mit Pigmentflecken, aber ich möchte es ja auch gar nicht so weit kommen lassen. Deswegen ist das für mich der ideale erste Step am Morgen. Noch dazu bekommt man einen richtig geilen Glow. Also die Haut strahlt förmlich. Meine Haut saugt das auch total auf. Ich bin mega begeistert, wie gut dieses Serum bei mir funktioniert. Hier sind 15% drin. Das ist anscheinend ziemlich hoch dosiert. Ich vertrage das aber wirklich sehr gut. Ich kann das jeden Tag verwenden. Und ab und zu kombiniere ich das sogar on top mit dem Triple Hyaluronic Booster. Das ist so ein feuchtigkeitsspendendes Hyaluronsäure-Serum mit Braunalge. Und das hat einen super Plumping-Effekt. Kann man auch perfekt kombinieren. Ich warte einfach ein bisschen, zupfe das dann ein und dann habe ich einfach so einen doppelten Glow und Feuchtigkeitsboost. Finde ich, ist eine absolut geniale Kombination am Morgen. Und dann ist meine Haut intensiv gepflegt und genährt. Also diese beiden Produkte in Kombination oder alleine kann ich euch total ans Herz legen. Und jetzt habt ihr eben die Möglichkeit, mit dem Code FRANKA20 20% darauf zu sparen. Und das lohnt sich sehr, denn ich meine, das Vitamin C Serum kostet so um die 50 €. Das heißt, das würdet
ihr dann für 35 bekommt. Ich finde, das ist ein optimaler Preis für dieses Produkt. Das passt wirklich perfekt. Ja? Dalton ist jetzt keine total günstige Marke, aber die haben einfach hochperformante Wirkstoffkosmetik. Das muss man wirklich sagen. Noch dazu Made in Germany. Finde ich auch toll. Ich teste sie ja jetzt wirklich schon eine ganze Weile und die vertrage ich einfach mega. Danach gebe ich mir natürlich auch noch eine Pflegecreme drauf. Und dann nutze ich gerade die Hyaluronic Urea Hydro Boost Pflege. Die habe ich auch schon mal geleert vor 5 Jahren. Die Pflege gibt es nämlich tatsächlich schon ziemlich lange. Und auch jetzt ist sie fast leer, wie ihr das hier sehen könnt. Der Geruch ist super angenehm nach Blüten, also die ist tatsächlich beduftet und es hat eine ganz schöne Konsistenz, lässt sich super leicht verteilen und ich habe einfach das Gefühl, wenn ich mich damit pflege, dass meine Haut einfach intensiv genährt ist, gepflegt ist und vor allen Dingen funktioniert es für meine Haut richtig gut. Ich habe auf der einen Seite eine hochwirksame Pflege, noch dazu einen Wellness-Effekt durch diesen schönen Geruch, der da drin ist. Das ist mir auch wichtig persönlich und ich reagiere auch nicht darauf. Ich finde einfach die Kombi so gut, dass sie auf der einen Seite so eine Wirkstoff-Booster und Serien haben, die unparfümiert sind, die der Haut einfach intensiv Pflege, Feuchtigkeit und Nährstoffe bieten. Und auf der anderen Seite haben sie dann so eine wunderschöne Pflegecreme mit Hyaluronsäure und Urea, die die Haut einfach richtig schön abschließend pflegt, die man ganz toll auftragen kann, die schön schnell einzieht. Aber man hat so ein bisschen diesen Wellness-Effekt durch diesen tollen Duft, der da drin ist. Und was mir an Dalton auch noch gut gefällt, die haben halt super viele unterschiedliche Produkte. Für jeden Hauttyp ist da was dabei. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt gerade jetzt mit einem 20% Code lohnt sich es natürlich nochmal doppelt, weil dann zahlt ihr anstatt 70 Euro für die Pflege um die 56 und ich finde, das ist echt ein super guter Deal für so ein tolles Produkt. Also das kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich habe eine Mischhaut. Die Pflege wird eigentlich für trockene, feuchtigkeitsarme Haut angeboten. Also ich vertrage die super und die ist mir nicht zu reichhaltig und auch in Kombination mit diesen Serien, auch wenn ich alles drei kombiniere, funktioniert das für mich super. Ich kann mich danach schminken. Da rollt sich nichts ab. Es funktioniert mit jeglicher Foundation on top, ohne dass ich da Probleme habe. Im Gegenteil, die Haut ist dann ideal vorbereitet fürs Make-up. Und wenn ich die Hautpflegeroutine gemacht habe und mich danach direkt schminke, brauche ich auch keinen Primer. Also einen Primer nehme ich immer nur, wenn das schon Weilchen her war, dass ich meine Pflege aufgetragen habe. Deswegen, diese Pflege passt perfekt für Make-up. Aber auch einfach nur, wenn ihr eure Haut intensiv pflegen wollt, gerade mit dem Vitamin C Serum. Also ich kann mir das nicht mehr wegdenken aus meiner Routine. Ich finde das so gut. Es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das würde ich immer wieder kaufen. Und um die Haut natürlich richtig gut zu schützen, ist natürlich auch ein Sonnenschutz erforderlich. Und da hat Dalton auch einen, der mir auch sehr gut gefällt. Und zwar ist das der mit Lichtschutzfaktor 50. Der lässt sich auch super einfach verteilen. Den kann ich nach so einer Routine auftragen. Also obwohl ich die Pflegecreme verwendet habe, kann ich mir den noch on top geben. Und trotzdem sitzt mein Make-up super. Also die Produkte funktionieren alle super genial in Kombination. Bei dem Sonnenschutz ist es nur so, der ist sehr stark parfümiert. Er riecht nicht nach einem klassischen Sonnenschutz, sondern er riecht eher nach einem Duft. Ich finde den Duft richtig gut. Das ist so ein bisschen floral und so ein bisschen nach Parfum. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Aber es lässt sich toll verteilen. Ich bekomme davon keine Pickelchen. Ich habe das auch zigmal jetzt ausprobiert. Wollte ich euch nur schon mal kurz mitgeben als kleine Empfehlung, wenn ihr nach einem Sonnenschutz sucht und weil die Produkte alle so toll in Kombination funktionieren. Den fand ich auch große Klasse. Da das ja ein Favoriten- und Fails-Video ist, es gibt auch ein paar Produkte von Dalton, die ich nicht so gut vertragen habe, muss ich ehrlich sagen. Und die will ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar sind das die Peelings. Ich habe ein Peeling mit PHA ausprobiert. Das war mir tatsächlich zu stark. Und das ist eins der softeren Peelings, aber die haben anscheinend so eine krass hohe Wirkstoffkonzentration, dass das mir zu heftig war. Man kann sich natürlich auch langsam an sowas rantasten. Auf der anderen Seite, wenn die Haut okay ist, muss man es auch nicht unbedingt überstrapazieren, wenn man sie einfach gut pflegt und man ansonsten jetzt keine Problemstellen hat, die man irgendwie bearbeiten will, sondern man will sie einfach schön erhalten, ein bisschen schützen, dann reicht es ja auch, eine schöne Pflegeroutine zu haben. Und man nimmt vielleicht ab und zu mal ein mildes Peeling. Das ist ja dann auch in Ordnung. Und es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Peelings nehme. Es gibt einige Peelings, die ich regelmäßig verwende, wo ich keine Probleme habe. Aber Dalton ist anscheinend tatsächlich wirklich sehr hochwirksam und für meine empfindliche Haut wahrscheinlich einfach
ein bisschen zu intensiv, muss ich tatsächlich sagen. Vielleicht war das auch eine Tagesmomentaufnahme, das kann natürlich auch immer sein. Ich habe die Produkte noch da, werde sie vielleicht auch nochmal ausprobieren, vielleicht auch eher nur an der Wange. Und dann werde ich euch gegebenenfalls auch nochmal updaten. Wenn ihr irgendetwas ausprobieren wollt, gerade von den Seren oder Cremes, was ich auch geil fand, war dieses aufbauende Serum für die Hautschutzbarriere, dieses Triple Serum. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist auch fantastisch. Gerade als ich dann diese Probleme hatte, hat mir das so gut geholfen, meine Hautschutzbarriere wieder aufzubauen. Und das hat nicht lange gedauert und dann war die Haut wieder intakt. Ne? Also dadurch ging das perfekt, muss ich wirklich sagen. Oder auch die Augenpflege ist toll. Und ihr könnt mit dem Code FRANKA20 einfach 20% sparen. Ich verlinke euch mal meine Lieblingsprodukte in die Infobox rein. Und dann machen wir jetzt direkt weiter mit Make-up. Ich habe eine neue Foundation. Oh mein Gott, ich liebe sie so sehr. Und zwar von der Marke Sweet. Die werdet ihr vielleicht kennen durch die Mascara. Die haben so eine Cloud-Mascara und auch eine normale. Die Verpackungen sind meistens so türkis, auch von der Wimperntusche. War auch schon mal in der Lookfantastic-Box drin. War auch absolut grandios. Und die sind jetzt mit einer brandneuen Foundation rausgekommen. Ich glaube, das ist sogar die erste Foundation, die sie überhaupt auf den Markt gebracht haben. Sie nennt sich Glass Skin Foundation. Die hat eine mittlere Deckkraft. Da ist Hautpflege drin. Und diese Deckkraft ist einfach perfekt für mich. Ich trage die auch gerade. Ich trage die den ganzen Monat schon. Und ich liebe die total. Ich habe auf Instagram ein Reel dazu gedreht, weil die mir so gut gefallen hat. Und ich wollte es einfach direkt vorstellen und das auch mal ausprobieren. Ich bin ja nicht ganz so aktiv auf Instagram, aber der Effekt ist einfach super. Das ist wirklich wie ein zweiter Hauteffekt mit genügend Deckkraft. Also die Deckkraft ist einfach genial. Das ist wirklich eine tolle Foundation. Noch dazu kommt die in einer richtig tollen, reisefreundlichen Verpackung. Also kein Glas, sondern man kann das einfach mitnehmen. Auch im Urlaub stelle ich mir das super vor. Die ist übrigens in Italien produziert. Ich habe nämlich gerade unten drauf geschaut. Ich habe hier die Farbe Nummer 7. Die ist vielleicht aktuell ein Müh zu dunkel, aber wenn ich es mit dem Dekolleté matche, finde ich, funktioniert es. Mein Hals ist ein kleines bisschen heller, aber ich denke mal, jetzt kommt der Sommer und dann gleicht sich das ganz toll wieder an. Also mir gefällt die Deckkraft, mir gefällt die Textur, die ist super leicht. Die könnt ihr mit dem Finger auftragen, dann mit einem Pinsel einblenden und die sitzt einfach traumhaft, hält super lange. Ich habe die auf der Seite selber gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr die noch irgendwo anders kaufen könnt. Ich muss mal nachschauen und verlinke euch die auf jeden Fall in der Infobox. Dann habe ich mir übrigens auch noch direkt dieses Miracle Powder von denen gekauft. Das muss ich noch ein Weilchen testen, aber von der Foundation bin ich auf jeden Fall sehr begeistert und freue mich mega, dass ich die entdeckt habe. Kann ich euch wirklich sehr, sehr empfehlen. Dann wollte ich euch unbedingt meine absolut liebsten Lipglosse aus der Drogerie zeigen, ohne die ich gar nicht mehr aus dem Haus gehe. Also ich habe mindestens einen immer dabei. Und zwar geht es um die What the Fake von Essence. Alles hat angefangen mit dieser Nude-Variante. Den trage ich übrigens gerade, werde ich mir gleich auch nochmal nachauftragen. Der trägt sich natürlich dann irgendwann ab und wenn ich dann schon stundenlang rede, sieht man dann irgendwann nichts mehr davon. Aber ihr seht, er trägt sich nicht blöd ab. Also ich habe den bestimmt jetzt schon 3 Stunden drauf und man sieht immer noch ein bisschen was. Und ich habe nur einen Lip Liner drumherum und keinen Lippenstift unten drunter. Also es hat einfach eine super coole Deckkraft. Das Ganze gibt es aber auch in absolut farblos. Dann gibt es den mit so einem Icy-Effekt in Blau. Dadurch wirken die Zähne etwas heller, wenn ich einen etwas beigefarbenen Lippenstift drauf habe und der mir irgendwie zu gelblich ist, dann packe ich mir gerne diesen Lipgloss drauf, weil das dann einfach ein bisschen frischer aussieht. Und dann habe ich jetzt noch ganz neu diesen rosanen, der gefällt mir auch gut. Und die gefallen mir alle drei super gut. Und ich bin schon drauf und dran, mir zu überlegen, ob ich mir von allen dreien ein Backup hole. Die gefallen mir einfach mega. Ich kombiniere die immer mit meinen High-End-Lippenstiften auch, von Lisa Eldridge, von Pat McGrath. Ich packe mir aber immer den zum Beispiel on top. Also den nutze ich fast am meisten, muss ich sagen. Ich zeige den euch nochmal gerade. So sieht der Applikator aus. Der war in, ich glaube mal, in der Pinkbox drin. So eine schöne Deckkraft, so ein tolles Produkt, kann ich euch sehr empfehlen. Egal welche Farbe, die sind alle richtig cool. Noch dazu haben sie so einen kleinen Plumping-Effekt. Ich finde jetzt nicht, dass sie die Lippen extrem größer machen, aber der klebt halt auch nicht, ist nicht unkomfortabel. Man hat so ein leichtes Bitzeln. Ich mag das sehr gerne und kann sie euch sehr empfehlen. Was ich euch auch empfehlen kann, ist tatsächlich der Duck Plump von NYX. Und zwar in der Farbe Nude Swings. Den habe ich euch letztens auch gezeigt. Der ist auch richtig gut. Also ich schwanke immer, ob ich den nehme oder ob ich den nehme. In der Regel mache ich es so, wenn ich einen Lippenstift unten drunter trage, trage ich mir diesen Gloss auf, weil der nicht ganz so krass deckend ist.
Wenn ich keinen Lippenstift trage, nehme ich ganz häufig einfach nur den, denn der ist so deckend und die Farbe ist so wunderschön. Lässt sich übrigens beides super gut mit Staring Roll von Catrice, dem Lip Plumping Lip Liner, kombinieren. Das ist auch die Kombi, die ich gerade drauf habe. Verlinke ich euch mal in die Infobox. Also eine absolute Empfehlung, zwei richtig tolle Nude Lipglosse, die ich immer wieder nachkaufen würde. Der ist zugegebenermaßen wirklich extrem. Also wenn ihr zart beseitet seid, ist der vielleicht nichts für euch. Da ist ein extremer Chili-Effekt drin. Es tut auch ein bisschen weh. Es vergeht aber recht schnell. Hier ist Zimt drin und auch noch so ein bisschen Menthol. Das ist auf jeden Fall wesentlich angenehmer. Dann hat es ein Puder in meine Favoritenliste geschafft und steinigt mich jetzt bitte nicht, denn letztens habe ich noch gesagt, ich verstehe den Hype nicht. Ja, ich muss sagen, ich habe anscheinend keine Ahnung, denn der Hype ist real. Und zwar geht es um das Prisme Libre Powder. Ich glaube, ich habe das einfach nur falsch angewendet. Und jetzt, wo ich es anders verwende, liebe ich das total. Die Handhabung finde ich nach wie vor ein bisschen blöd, denn ihr habt hier vier Kammern und ihr müsst es theoretisch immer drehen, um von jeder Kammer etwas Puder zu bekommen. Allerdings ist das Puder wirklich sehr, sehr schön. Das macht ein ultra schönes Finish auf der Haut. Ich habe das jetzt auch drauf und vor allen Dingen gleicht es super schön die Poren aus. Es mattiert das Make-up, also es ist ein richtig tolles Finishing-Powder und es bleibt an Ort und Stelle. Das kann ich euch dafür wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist super, um den Concealer zu setten. Allerdings müsst ihr es anders verwenden, als ich es letztens mal gesagt habe. Ich habe gesagt, ganz wenig auf einem Pinsel, bisschen was unters Auge geben. Ja, und das funktioniert mit diesem Puder nämlich tatsächlich nicht. Dann kriecht es ins Auge und es sieht nicht schön aus. Und dann werdet ihr euch fragen, warum ist dieser Hype von diesem Puder so groß? Das funktioniert doch gar nicht. Ihr müsst tatsächlich eine Puderquaste nehmen. Am besten so eine mit einer Dreieckform. Ein bisschen in das Produkt reingehen und es euch richtig schön unters Auge pressen. Keine Angst, da sitzt nichts in den Fältchen. Ich trage das jetzt bestimmt schon seit, weiß ich nicht, 3-4 Stunden. Und wenn es in den Fältchen sich abzeichnen würde, würde man das jetzt auch schon sehen. Ich finde, man sieht da gar nichts. Auf der anderen Seite habe ich allerdings ein anderes Puder, denn ich habe jetzt letztens in einer Glossy Box ein Puder drin gehabt und da habe ich gedacht, oh, das ist aber verdammt ähnlich zu diesem. Vielleicht haben wir dadurch ja eine schöne Alternative, um das Ganze mal günstig auszuprobieren für euch. Deswegen habe ich das heute gemacht und zwar ist die Rede von dem Lottie London Setting Powder in Brightening Pink. Das habe ich auf dieser Seite aufgetragen. Das blende ich euch gerne mal ein. Und ich finde, jetzt im Verlauf des Videos werdet ihr wahrscheinlich keinen Unterschied gesehen haben. Ich finde, es sieht exakt identisch aus unterm Auge. Ich würde dieses Puder allerdings nicht fürs gesamte Gesicht nehmen, weil es schon etwas pinker ist. Und das hat auch keine so leichten Glimmerpigmente wie dieses Puder. Weil hier ist so ein ganz leichter Schimmer drin, der sehr, sehr schön ist, aber das hat dieses Puder nicht. Also das ist, glaube ich, echt eher geeignet für unter die Augen und das andere könnt ihr im gesamten Gesicht nehmen zum Setten, aber vor allen Dingen auch unter den Augen und vor allen Dingen, um diesen Bereich hier einfach schön abzumattieren. Das habe ich dann mit dem anderen Schwamm auf der anderen Seite gemacht. Ich habe hier immer noch ein bisschen Puder dran. Das kann man einfach wirklich sehr gut machen und funktioniert beides gut, ne? Ja, kann ich euch empfehlen. Wenn ihr Lust habt, euch die Glossy Box zu holen, es lohnt sich diesen Monat mega. Da ist das Puder drin, da ist ein absolut genialer Kajal drin und auch noch ein Hyaluronsäure-Toner. Das Ganze gibt es für, ich meine, 13 Euro mit meinem Code. Ich verlinke euch die Details auch mal in der Infobox. Also wenn ihr keine Lust habt, 50, 60 Euro für so ein Puder auszugeben, dann kauft euch das entweder solo für 5 Euro oder nehmt die Glossy Box, kriegt ihr noch etliche Produkte on top. Lohnt sich meistens total. Und dann könnt ihr das einfach mal testen. Ich finde dieses Puder richtig genial. Das wird mir bestimmt ein Jahr oder zwei halten. Also da ist so viel drin. Hier sind auch 12 Gramm drin. In dem kleinen Puder sind nur 4 Gramm drin. Also man bekommt schon ordentlich Produkt. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Favorit, den ich sehr gerne das ganze Jahr über verwenden werde. Für ein makelloses Make-up perfekt. Jetzt habe ich noch einen Favoriten und zwar einen richtig coolen Duft und dann zeige ich euch auch direkt meine Fails. Und zwar habe ich einen Duft für mich entdeckt, den ich mir einfach mal jetzt blind bestellt habe. Denn ich hatte den schon mal, habe ihn aber an eine Freundin geschenkt. Und zwar ist die Rede von dem Versace Crystal Noir. Das ist ein traumhafter, sexy Duft. Oh mein Gott, ich liebe den. Ich habe das Eau de Toilette 50 ml. Es ist eine wunderschöne Verpackung. Die ist wirklich traumhaft und dieser Duft ist einfach himmlisch.
Himmlisch. Ich trage den meistens nur zum Ausgehen. Dafür finde ich es perfekt. Dieser Duft, der wirkt irgendwie auch an jedem anders. Ich habe nämlich eine Freundin, die hat den als Signature-Duft. Die nutzt nur den Duft seit Jahren, tagsüber, abends, die ganze Zeit. Und an ihr riecht der einfach so total angenehm und schön, ja, weiblich, feminin. Für mich wäre das überhaupt kein Tagesduft, sondern echt eher ein Abendausgehduft. Ich finde den so besonders. Oh, das ist einfach ein absoluter Traum. Also ich werde euch mal die Noten einblenden. Ich hatte auch schon mal den Bright Crystal von Versace und ich habe auch den Dylan Blue. Ich finde, Versace macht einfach hammergeile Düfte. Die riechen alle irgendwie sehr, sehr gut. Aber der ganz besonders. Also wenn ihr einen Ausgehduft haben wollt, der sehr speziell ist, den ihr auch als Signature nehmen könnt, wo ihr einfach gepflegt, feminin, besonders riecht, der riecht einfach fantastisch. Also ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es ist einfach ein hammergeiler Duft, den ich total feiere. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich ihn mir bestellt habe und dass er mir so gut auch an mir gefällt. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir tatsächlich kurz zu den Flops. Und zwar habe ich einen richtigen Hardcore-Flop. Dann so ein paar Produkte, die sind so nicht so optimal, aber ja, da will ich jetzt nicht ganz so hart sein. Und zwar fange ich mal mit denen an. Von L'Oreal, dieses 3-Second Setting Mist, ist ein Setting Spray, was ihr euch 3 Sekunden quasi so aufsprühen könnt. Und dann settet das euer Make-up. Ich muss sagen, das Produkt funktioniert. Also es tut, was es soll. Allerdings gibt mir das so krasse Haarspray-Wipes, dass ich mir das auf gar keinen Fall nachkaufen würde. Also ich werde das noch aufbrauchen, weil das Produkt an sich jetzt nicht schlecht ist. Ich muss auch jedes Mal, wenn ich das verwendet habe, gucken, war das jetzt wirklich das Setting Spray oder war das zufälligerweise Haarspray? Weil das so ähnlich wirkt, man hat so ein leichtes, festgefrorenes Gefühl, wie wenn man die Haare mit Haarspray einbetoniert, wenn ihr wisst, was ich meine. Es kommt ein sehr feiner Nebel raus. Der Geruch ist auch wie Haarspray, muss man auch sagen. Und deswegen ist es für mich durchgefallen, auch wenn es seinen Zweck erfüllt und wirklich das Make-up langanhaltend macht, aber gefällt mir das einfach nicht, dass das so nach Haarspray duftet und einem auch genau dieses Gefühl auf der Haut gibt. Also ich glaube, wenn ich mir jetzt Haarspray ins Gesicht sprühen würde, würde sich das ganz genauso anfühlen. So habe ich den Eindruck. Und manchmal hat man ja Haarspray am Kopf. Wenn man jetzt hier vorne sprüht, kommt ja manchmal was auf die Haut. Also das fühlt sich ganz genauso an und damit tut man sich echt keinen Gefallen. Es gibt so viele Setting Sprays auf dem Markt, die nicht diesen Stress machen. Und zwar zeige ich euch einfach mal 2 Alternativen. Eine etwas teurere und eine etwas günstigere. Das teurere Produkt ist von Benefit The Professional. Das ist ein Hammer-Setting Spray. Es ist auch ganz leicht vom Sprühnebel her. Das riecht nach fast nichts und hier hat man auch überhaupt keine Probleme, sich das aufzusprühen. Es soll sogar die Poren so ein bisschen feiner machen. Es ist ein ganz feiner Nebel. Es fühlt sich ganz angenehm auf der Haut an. Also das kann ich euch total empfehlen und es macht auch das Make-up langanhaltender. Wenn ihr aber eine preisliche Alternative haben wollt, kann ich euch von Neogen den All Day Locking Fixer empfehlen. Das ist bei mir jetzt bald in der Aufgebrauchtkiste, denn das Produkt ist wahrscheinlich schon abgelaufen. Ich habe das leider irgendwo im Schrank gehabt und nicht mehr gefunden. Das ist so ein tolles Setting Spray. Neogen ist auch so eine asiatische Marke. Das ist gerade bei YesStyle reduziert. Ich meine von 17, 18 Euro auf 12,50 Euro, so in dem Dreh. Ich verlinke euch das mal unten. Das hat nämlich auch so einen ganz feinen Nebel und das riecht super geil. Das riecht total angenehm. Also ich kenne kein Produkt, was so gut riecht, also ein Setting Spray. Das ist das bestriechendste Setting Spray, was auch noch wunderbar funktioniert, das Make-up wirklich richtig langanhaltend macht. Ich glaube, das war vor 2 Jahren oder so im Adventskalender von YesStyle. Also es ist wahrscheinlich schon länger her. Es ist auch schon abgelaufen, deswegen darf ich es eigentlich jetzt nicht mehr verwenden. Aber es riecht immer noch gut und ich würde mir das auf jeden Fall nachkaufen. Das ist ein tolles Setting Spray. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Flop-Produkt. Und zwar von Balea Beauty Expert Plump and Glow Serum. Ist jetzt auch nicht so hundertprozentig durchgefallen, aber irgendwie auch schon, weil ich würde es einfach nicht mehr verwenden. Und zwar ist hier das Problem, dass das Produkt sich einfach total hardcore abrollt. Also alle Sachen, die man on top da drauf gibt, die rollen sich ab. Dann muss man sich eigentlich abschminken wieder, weil es dann nicht funktioniert. Vor allen Dingen, wenn ihr Make-up dann später drauf gebt, egal in welchem Step. Ich habe das zum Beispiel als ersten Step genommen, darüber Sonnenschutz. Und dann wollte ich mir Make-up auftragen und das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Denn das ist sehr fest von der Textur. Also es ist nicht so flüssig wie andere Serien, die schnell die Hand runterrinnen, sondern ihr seht, das ist etwas dicker von der Viskosität, ja.
Auf den ersten Eindruck erscheint das ganz schön, weil es dadurch so ein bisschen mehr auf der Haut liegt und ein feuchtigkeitsspendenderes Gefühl gibt, ne, für die Haut. Also kann ich mir noch vorstellen, das vielleicht abends zu verwenden, wenn ich mich nicht schminke. Dafür ist das wahrscheinlich okay. Aber unter Make-up geht es gar nicht und dafür wollte ich es eigentlich verwenden, weil ein Plump and Glow brauche ich tagsüber, nicht unbedingt abends in der Nacht. Sieht mich ja keiner, sondern tagsüber unter Make-up möchte ich einen aufgepolsterten, vitalisierten Effekt haben. Und abends brauche ich jetzt nicht unbedingt so einen Plumping-Effekt, aber man kann das natürlich einfach für die Feuchtigkeitsversorgung dann abends nehmen. Dafür werde ich es wahrscheinlich auch aufbrauchen, auch zum Beispiel am Hals und Dekolleté und so kann man das schon auch gut verwenden. Aber im Gesicht, es rollt sich einfach ab und damit funktioniert es einfach für mich nicht. Finde ich ziemlich schade, weil ich habe mich schön geschminkt. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Da habe ich das alles ausprobiert und ich musste mich wieder abschminken und es war halt super blöd. So, und jetzt kommen wir mal zu meinem absoluten Fail. Und zwar mit einem Produkt, womit man alles wieder runterbekommt. Ich bin ja ein Riesenfan von Abschminkbalms, Ölen, alles, was so mit dem Abschminken zusammenhängt. Teste ich super viele Produkte aus, habe ich sehr viele Favoriten, die mir gut gefallen. Aber es gibt immer hin und wieder mal Produkte, die richtig durchfallen. Und das ist jetzt leider eins davon. Und zwar von Und Gretel. Reine heißt das. Das ist ein Natural Deep Cleansing Oil. Das hatte ich in einem Lesextra von der My Little Box. Habe mich total gefreut, habe es mir noch eine Weile aufgehoben und habe gedacht, ah schön, jetzt ist mein Reinigungsprodukt leer, jetzt mache ich das auf, damit ich nicht 5000 Sachen offen habe. Ja, es funktioniert leider gar nicht. Und zwar auf mehreren Ebenen funktioniert es nicht. Auf der einen Seite finde ich den Geruch überhaupt nicht angenehm. Der ist sehr kräuterig. Lavendelmäßig sehr, sehr, sehr extrem. Also ich stehe ja generell nicht auf Kräuter, aber das ist mir zu extrem. Und was aber noch viel schlimmer ist, ist, dass es nicht funktioniert. Das heißt, es lässt sich nicht abspülen. Das ist wie, als wenn ihr euch Olivenöl auf die Haut auftragt und dann versucht, mit Wasser ranzugehen und es euch abzuspülen. Es wird nicht funktionieren, denn das perlt ja voneinander ab. Diese Reinigungsöle sind meistens hydrophile Öle, die wasserlöslich sind. Hier sind anscheinend Öle drin, die sich nicht mit Wasser abspülen lassen. Zumindest hat es bei mir nicht funktioniert. Ich musste einen Waschlappen nehmen, musste richtig kräftig rumreiben, um das abzubekommen. Das hat natürlich trotzdem nicht geklappt. Das heißt, ich musste danach nochmal mit einem richtig aggressiven Reinigungsgel hinterhergehen. Ich habe dann eins von Benefit genommen, was noch so Salicylsäure drin hat. Damit ging es dann runter. Aber ich musste wirklich extrem viel machen, um dieses Öl von der Haut zu bekommen. Es sieht erstmal ganz normal aus. Ja, der Geruch ist schon überhaupt nicht meins. Man kann das Make-up aufbrechen, das ging, aber man kann es nicht abspülen. Das fand ich so strange, weil das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von solchen Reinigungsölen, dass man die sich dann auch abspülen kann, aber das hat hier nicht funktioniert. Ich lese euch mal vor, was da drauf steht. Anwendung: auf trockener oder angefeuchteter Haut verteilen, leicht einmassieren und mit feuchtem Bio-Baumwolltuch gründlich reinigen. Das schreiben die schon drauf, weil die wissen, dass man es nicht abspülen kann. Ich habe es dann mit einem Tuch versucht, mir abzunehmen, aber auch das hat nicht funktioniert. Also generell ging das nicht und ich finde das einfach schade, wenn man solche Reinigungsöle per se mit einem Lappen abnehmen muss, wenn man sie gar nicht abspülen kann, finde ich nicht optimal. Dann hat man immer so einen Rest auf der Haut und man muss dann zwangsweise Double Cleansing machen und man muss sehr brutal an der Haut rumrubbeln. Am besten noch irgendwie ein Foreo oder irgendein Gerät nehmen, weil man das nicht abbekommt. Also das hat leider gar nicht funktioniert. Ich werde mir das jetzt auch mal direkt entfernen. Ich habe mir das jetzt mal wirklich mit einem angefeuchteten Waschlappen abgenommen. Und auch dann hatte ich noch so einen Ölfilm auf der Haut. Also es ist egal, wie rum man das macht. Es wird schwierig, das Ganze abzunehmen. Es geht auf jeden Fall nicht so leicht wie mit diversen anderen Produkten. Also alleine, wenn ich jetzt von Balea das Reinigungsöl nehme, damit funktioniert das einwandfrei. Aber nur weil mir das jetzt nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass das Produkt schlecht ist. Es hat vielleicht auch einfach bei mir nicht funktioniert mit meiner Hautchemie. Es kann ja immer irgendetwas sein, warum das nicht geht. Oder es ist ein Montagsprodukt. Das kann natürlich auch sein. Also ich will jetzt hier um Gottes Willen nicht die Marke schlecht reden. Die haben schöne Produkte. Ich habe auch schon so ein, zwei Sachen mal ausprobiert, mal einen Lippenstift und mal einen Lidschatten und das fand ich alles durchweg eigentlich ganz gut. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, da auch ein Reinigungsprodukt auszuprobieren, aber das war halt jetzt leider nichts für mich. Geschmack ist natürlich immer unterschiedlich. Was jetzt für mich nicht funktioniert, heißt nicht zwangsläufig, dass das für euch auch nicht funktioniert, ist ja ganz klar. Und genauso ist es auch bei meinen Favoriten. Kann es auch sein, dass es für euch nicht funktioniert, ne? Da ist jeder einfach unterschiedlich. Deswegen würde mich sehr interessieren, was eure
Favoriten sind, schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Das finde ich immer super spannend zu lesen, denn ich teste einfach sehr gerne was Neues aus. Ich habe mir schon sehr viel gekauft aufgrund von euren Empfehlungen. Also ihr Lieben, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Ich verlinke euch die Details von den Produkten mal in der Infobox, wenn euch irgendwas interessiert. Schaut euch gerne die Sachen von Dalton an. Da habe ich jetzt, wie gesagt, einen 20%-Code. Auch die Details dazu verlinke ich euch unten. Und natürlich auch alles zur Verlosung. Also ihr Süßen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich verlinke euch hier zwei meiner letzten Videos. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.